Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Depodia. Ja, von meiner Seite erstmal ein frohes neues Jahr euch allen. Ich hoffe, ihr seid gut ins Jahr 2015 reingerutscht. Danke, dass du wieder einschläfst, Rufus. Ich merke schon, ich bin wieder so hochmotiviert und so froh, dass es zum Einschlafen. Gut, ich habe jetzt aber auch wieder null Ahnung, was wir in der letzten Aufnahme gemacht haben. Was haben wir im Inventar? Coupons, ein Trichter, da haben wir Kaffee. Ja. Okay. Woran mich noch, glaube ich, so dunkel erinnern könnte, ist, wir brauchen ja ein Funkgerät, um den Ehemann oder den Verlobten von Gold zu kontaktieren. Alter, hör auf zu pennen! Ah, jetzt erinnere ich mich auch, wir haben auch noch. Hier, wie heißt sie? Toni den Papagei gegeben. Ist sie glücklich mit dir? Puh, ist die wütend. Vielleicht nicht. Erstmal war ich alleine. So, jetzt muss ich aber echt überlegen, wie wir wieder weiterkamen. Ich habe echt null Ahnung gerade. Warte mal, wir haben ja hier die Coupons. Ich glaube, die konnten wir bei der Poststelle abgeben. Versuchen wir da mal. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Geschenkgutscheine verifiziert. Ein leichtes Bleigewicht aus Lager 1. Geben Sie nun die Adresse ein. Wohin? Ja, die können Sachen fragen. Oh, was sag ich nur? Vielleicht nach... Adresse verifiziert. Was? Versand wird initiiert. Frankierung wird gescannt. Die Frankierung ist korrekt. Ein leichtes Paket wird verschickt. Taube aus kleinem Taubenverschlag wird gestartet. Jetzt erinnere ich mich wieder, das ist so asozial, was du den armen Katzen hier antun musst. Dass hier die Peter nicht zugeschlagen hat, das wundert mich ja echt. Ihr habt ja jetzt gesehen, dass ich die Katzen hier werden ja gebrutzelt, wenn ein Paket da ist. Ich glaube aber auch ganz ehrlich hier, diese Katze, die kann, können wir ein bisschen beruhigen. Schaut euch mal diese Augen an, die sind ja schon so ganz klein, die will was schlafen, das sieht man der doch an. Stimmt, sie sollte wirklich mal einen Gang zurückschalten. Komm, Kitty. Wie entspannt sie auf einmal ist. Die gleich am Einpennen. Ja, und hier, die ist schon so aufgeregt. Schaut euch diese großen Augen an, die will uns gleich anfallen. Ich glaube, die können wir noch ein bisschen wütender machen, ne? Stimmt, sie könnte wirklich mal ein bisschen mehr Gas geben. Komm, Kitty. Hey, der Kaffee lässt sie schneller arbeiten. Ich sollte Projektmanager in einer Computerspielefirma werden. Vielleicht sogar bei Dennelik. Alter, schaut euch diesen... Die arme Katze. So, und jetzt versuchen wir das nochmal mit den Coupons. Ich hoffe, dass wir das auch schon richtig eingestellt hatten mit den Tauben. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Geschenkgutscheine verifiziert. Ein leichtes Bleigewicht aus Lager 1. Geben Sie nun die Adresse ein. Wohin? Ja, die können Sachen fragen. Oh, was sag ich nur? Vielleicht nach... Adresse verifiziert. Was? Versand wird initiiert. Frankierung wird gescannt. Fehler, das Paket ist
doppelt überfrankiert. Paket mit Frankierungsstufe 3 ist ungeeignet für den Transport kleiner Güter. Auffüllung mit Knickerfolie startet. Knick, knicke, die Knick. Oh yeah, ein schweres Paket wird verschickt. Taube aus großem Taubenverschlag wird gestartet. Und wir hatten es sogar schon richtig gemacht, den Tauben. Ich bin echt beeindruckt. Ah, jetzt haben wir Knickerfolie oder Polsterfolie. Ah, Knickerfolie. Wer liebt sie nicht? Anscheinend der Roboter. Nee, der liebt sie. Knick. Knick. He, he. Vielleicht hat man es auch eben mitbekommen. Ich habe mir mal eben ganz kurz mein Milchbrötchen gegönnt. Ich hoffe, das ist nicht in der Aufnahme zu hören. Und wenn doch, tut mir leid. Knick, knicke, die Knick, oh yeah. Fehler, Fehler. Ist was? Soll ich dich lieber allein lassen? Knicke, die Knick, oh yeah. Wie du willst. Okay. Boah, jetzt ist bei ihm endgültig eine Sicherung rausgesprungen. War ja abzusehen. Ja, das haben wir gut angestellt. Schauen wir mal, ob wir noch parieren können. Okay, dem ist eindeutig nicht mehr zu helfen. Dann schauen wir mal, dass wir jetzt in den Tresor kommen. Hier haben wir einen Zettel. Jemand hat Löcher in den Zettel gestanzt und sie dann nummeriert. Dem Postbot muss echt langweilig gewesen sein. Und hier haben wir schon ein Ziffernblatt. So. 2, 4, 8. 6. Das war wohl falsch. Ja, jetzt haben wir jetzt mal den Zettel an, weil das fand ich echt klug gemacht. Bin ich ehrlich, da muss man ein bisschen Köpfchen beweisen. Jemand hat Löcher in den Zettel gestimmt. Ja. Nehmen wir seinen Zettel. Jetzt sieht man hier so richtig schön Loch 1, Loch 3, Loch 2, Loch 3. Was könnte das nur bedeuten? Das ist richtig geil gemacht, bin ich ehrlich. Also bei dem Rätsel fand ich ganz ehrlich gut ab. Also die Kombination ist 3, 6, 4, 9. 3, 6, 4 und 9. Haha, Rufus in the house. Und gleich ist er im Safe. Jetzt ist er schon im Flur. Hier stößt er sich den Fuß. Aua, aua, au, yeah. Oh Gott, du hast doch so einen an der Waffel. Ja, aber ein Wippvogel. Und ein Funkgerät. Was ist das denn? Weder Mikro noch Kopfhörer? Muss ich mich denn um alles selber kümmern? Gut, also brauchen wir noch ein Mikro und Kopfhörer. Kopfhörer hatte der feine Kerl hier, aber ich glaube, so kommen wir da nicht ran. Dann müssen wir ihm einfach mal ein bisschen Arbeit verschaffen, würde ich sagen. Hat er ja gesagt, dass es hier das ruhigste Cover aller Zeiten ist und das kann man ja gar nicht so lassen. Ich meine, der wird doch bezahlt, der muss arbeiten. Gut, wo können wir denn überall was produzieren? Hier ist doch die Gegensprechanlage. Die ist ja auch mit dem Funknetz verbunden. Haben wir ja letzte Folge erfahren. Ich glaube, da können wir nochmal so einen alten Wippvogel draufsetzen, damit der mal was zu arbeiten hat. Esther, bitte! Esther, bitte! Esther, bitte! Esther, bitte! Alter. Hey, Esther, hallo. Ach du schon wieder. Lass dich kurz. Ich habe zu tun. Was macht denn die Arbeit? Was macht die Arbeit? Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Irgendjemand belegt hier ständig eine Leitung. Ich komme kaum zur Ruhe.
Ja. Ich geh dann mal. Mach das. Du solltest eigentlich ohnehin nicht hier sein. Ich genauso. Wo können wir denn? Ach, wir haben noch gar keine. Hier haben wir noch die Ersatzkatzenschublade. Nehmen wir so eine Ersatzkatze. Eine für sofort und eine für unterwegs. Jetzt weiß ich nämlich auch, was mir noch gefehlt hat. Ich bin auch noch so mal gedanklich. Entschuldigung. Ich bin gerade mal gedanklich durchgegangen. Moment. Ich bin mal gerade gedanklich durchgegangen, wo man alles was belegen kann. Und ich weiß, dass man hier mit dem Pferdschreiber was machen musste, aber jetzt weiß ich auch wieder was. Nehmen wir so eine Ersatzkatze. Katze auf der Tastatur. Ich wette, ihre Nachrichten sind gehaltvoller als alles, was Lotek jemals getippt hat. Der Telefonist wird mir dankbar sein. Dann schauen wir doch mal nach. Nächster, bitte! Hey, Huhu. Hallo. Ach du schon wieder. Lass dich kurz. Ich habe zu tun. Was macht denn jetzt die Arbeit? Was macht die Arbeit? Hier ist gerade das Chaos ausgebrochen. Jetzt ist bereits die zweite Leitung ununterbrochen blockiert. Wenn noch einer auf die Idee kommt, auf der Hoffnung zu stellen, dann ist das ist mal sicher. Ja, mach das. Du solltest eigentlich ohnehin nicht hier sein. Sehe ich genauso. Ja, das kriegen wir schon hin. Keine Sorge. Nächster, bitte. Das Notrufsystem ist ja auch noch mit dem Netz verbunden. Wie geht's denn eigentlich dem Papagei? Braucht er schon eine erste Hilfe? Und dann hat Rufus die Bienen einzeln mit Frittierfett bestrichen, nur um... Was? Warte mal, da ist er schon wieder. Wir reden gleich weiter, okay? Ich will nicht, dass er hier unbeobachtet rumlungert. Ah, alle Toni! Ah. Hallo, Rufus. Danke nochmal für den Papagei. Rufus ist ein Nichtsnutz! Ah. Er ist so ein kluges Tier. Irgendwas sagt mir, wir sollten den Vogel ganz schnell wieder mitnehmen. Diese Entwicklung gefällt mir nicht. Was tust du? Ich nehme ihn wieder mit. Du übst einen schlechten Einfluss auf ihn aus. Ach, tu das. Ich bin sowieso schon heiser. Und diese ganzen Geschichten zu erzählen, macht mich irgendwie depressiv. Das sind alles Lügen, hörst du? Rufus hat Hannes Vogel geklaut. Ah. Alles Lügen. Oh Gott. Gut, dann... So, Papagei hat doch bestimmt jetzt mal ein bisschen... Muss ein bisschen vorzerblasten. Setzen wir ihn mal auf die Notrufsäule für ein bisschen psychopathische Hilfe. Oder so ähnlich. Oh Gott, ich finde dieses Spiel wird immer bescheuerter. Inspektor Gizmo zu Ihren Diensten. Wir haben einen Notfall zu melden. Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Rufus, das hätte ich mir eigentlich denken können. Was wissen Sie noch? Rufus hat die Kernschmelze im Schulreaktor geklaut. Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut. Etwas langsamer, bitte. Ich komme gar nicht mit. Können Sie das nochmal wiederholen? Na, ob das so eine gute Idee war? Können Sie das nochmal wiederholen? Ach, passt schon. Auf alle Fälle ist die Leitung jetzt ausgelastet. Der Telefonist wird sich freuen. Was wissen Sie noch? Oh ja, der wird sich richtig freuen. Hallo, Herr... Alter, der Arme. Er ist völlig fertig mit dem Nerven. Der Arme. Setzen wir mal die Kopfhörer schon mal hier ran. Fehlt nur noch das Mikro. Und jetzt bin ich am überlegen, wo man das Mikro herbekommt. Das habe ich wirklich komplett vergessen. Verdammt. Mister, bitte! Haben wir schon irgendwie ein Mikro oder? Nee. Nächster, bitte! Irgendwie. Nächster, bitte! Oh. Oh. Das war jetzt echt zu einfach. Ich bin wirklich einfach komplett random hier reingegangen. Ich wusste, ich hatte null Ahnung, wo das ist. Nächster, bitte! Okay, danke. Rufus hat die Aber was will ich denn hier? Nächster, bitte! Gut, dann
funken wir doch mal Cletus an. Jetzt kann's losgehen. Hallo? Ist da jemand? Hallo, Cletus? Junk fly hazard in the northern quadrant, caused by a flock of stampeding... Cletus! Komm schon. Deine Liebe ist die größte. Cletus, Cletus! Dum, dum, dum. Rufus ist der Größte. Rufus. Da-da-da-da, man nennt ihn Rufus, Rufus. Da-da-da-da, man nennt ihn Rufus, Rufus. Suchet meine Verlobte an alle Bewohner Deponias. Hey, Moment mal. Name ist Cletus. Ich suche meine Verlobte. Sie ist möglicherweise... Cletus? Cletus, sind Sie das? Hier ist Rufus. Hören Sie mich? Hallo? Rufus? Sind Sie auf Deponia? Klar bin ich auf Deponia. Klar bin ich auf Deponia. Wo sind Sie denn? Auf dem Organonkreuzer? Oder Elysium? Das hat Sie nichts anzugehen. Ich habe Ihre Verlobte gefunden. Ich habe Ihre Verlobte gefunden. Sind Sie sicher? Natürlich bin ich sicher. Groß? Lange Haare? Hirnimplantat, viel von einem vorbeifahrenden Organonkreuzer. Fragte nach Ihnen. Glauben Sie mir ruhig, es ist Ihre Verlobte. Was verlangen Sie? Erst einmal ein paar Antworten. Erst einmal ein paar Antworten. Antworten? Mal sehen. Kommen Sie wirklich aus Elysium? Kommen Sie wirklich aus Elysium? Ja, natürlich. Aber ich verstehe nicht, was Sie das zu interessieren hat. Wie ist es auf Elysium? Wie ist es auf Elysium? Auf jeden Fall nicht so dreckig und unzivilisiert wie hier. Und die Menschen sind auch weniger penetrant. Astrein, das klingt genau nach dem richtigen Ort für mich. Was hatte Ihre Verlobte an Bord des Organonkreuzers verloren? Was hatte Ihre Verlobte an Bord des Organonkreuzers verloren? Das geht Sie nichts an. Aber es ist doch seltsam, dass eine Frau aus Elysium... Denken Sie nicht so viel über Dinge nach, die Ihren Horizont überschreiten. Kommen Sie lieber zur Sache. Planen die Organons etwas? Planen die Organons etwas? Warum wollen Sie das wissen? Hören Sie. Mischen Sie sich nicht in die Angelegenheiten der höheren Sphären ein. Sie werden die Vorgänge über Ihren Köpfen niemals verstehen. Und schon gar nicht beeinflussen. Versuchen Sie es gar nicht erst. War Ihre Verlobte schon immer etwas seltsam? War Ihre Verlobte schon immer etwas seltsam? Was? Wovon reden Sie? Ach, nichts. Mal angenommen, Ihre Verlobte hätte eine Art Gehirnerschütterung erlitten? Mal angenommen, Ihre Verlobte hätte eine Art Gehirnerschütterung erlitten. Eine Gehirnerschütterung? Rein hypothetisch. Dann sollten Sie keine Zeit verschwenden und sie umso schneller zu mir bringen. Und wehe, wenn Sie ihr etwas angetan haben. Ich brauche Ihr Hirn intakt. Sie haben sie richtig gern, nicht wahr? Und Sie beiden sind wirklich verlobt? Und Sie beide sind wirklich verlobt? Was soll die Frage? Ach nichts, Smalltalk. Hat Ihre Verlobte zufällig noch eine Schwester? Hat Ihre Verlobte zufällig noch eine Schwester? Ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen. War auch nur so ein Gedanke. Sie sollten weniger denken. Ihr Kopf scheint mir dafür nicht gemacht zu sein. Keine weiteren Fragen. Keine weiteren Fragen. Sehr gut. Können wir dann jetzt endlich zurück zum Thema kommen? Natürlich. Wo waren wir denn gerade? Sie wollten mir Ihre Bedingungen nennen. Was wollen Sie im Austausch gegen meine Verlobte? Geld. Viel Geld. Geld. Viel Geld. Das ist Erpressung. Aber na gut. Wie viel verlangen Sie? Ich weiß nicht. Wie viel kostet ein Ticket nach Elysium? Machen Sie sich nicht lächerlich. Elysium ist kein Freizeitpark. Das wusste ich. Hören Sie zu. Mit keinem Geld der Welt können Sie sich nach Elysium einkaufen. Ja, dann kommen wir nicht ins Geschäft. Behalten Sie Ihr schmutziges Geld für sich. Hatte ich sowieso vor. Gut. Gut. Nur eine Sache noch. Was genau ist ein Freizeitpark? Ich mache das nicht für mich. Ich mache das für Goal. Ich mache das nicht für mich. Ich mache es für Goal. Verkaufen Sie mich nicht für dumm. Wenn Sie den Preis in die Höhe treiben wollen, dann sagen Sie es lieber offen. Also, was wollen Sie? Ja, okay. Ich will mit nach Elysium. Ich will mit nach Elysium. Unmöglich.
Das ist aber meine Bedingung. Entweder ich komme mit nach Elysium oder... Hören Sie, ich kann Sie nicht nach Elysium mitnehmen. Es muss etwas anderes geben. Entschuldige mal ganz kurz. Ich muss mal gerade ganz kurz was trinken. Mein Hals wird ein bisschen sehr trocken. Währenddessen mache ich euch mal hier eine Passage nach Elysium oder gar nicht an. Eine Passage nach Elysium oder gar nichts. Dann eben gar nichts. Gut, dann können Sie ja schon mal die Hochzeit absagen. Ach, warten Sie noch. Vielleicht gibt es doch eine Möglichkeit. Wusste ich's doch. Bringen Sie Goal bis morgen Abend zur unteren Aufstiegsstation am Ufer des Rostroten Meeres. Wir treffen uns ganz oben auf der Plattform. Schaffen Sie das? Morgen Abend? Ich weiß nicht genau, ob... Jetzt machen Sie mal keinen Rückzieher. Oder haben Sie Goal am Ende gar nicht gefunden? Doch, doch. Dann haben wir einen Deal. Ich erwarte Sie nach Sonnenuntergang. Kletes Ende. Moment noch, ich... Kletes? Okay, obere Aufstiegsstation. Unten auf der... Oben auf der... Untere Aufstiegsstation. Oben auf der Plattform. Ha, ein Klacks für jemanden wie mich. Elysium, ich komme. Junge, Junge, ich würde sagen, wie sich das weiterentwickelt, das seht ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt dran, Leute. Ciao.